Sie möchten auf Eigenenergieversorgung umstellen. Sie möchten Ihren eigenen Strom produzieren für Ihre Geräte, für den Haushalt zu Hause. Sie möchten Strom produzieren für Ihre Wärmepumpe oder für Ihre Infrarotheizung. Und Sie möchten mit Eigenenergie auch Auto fahren. Aber das Problem: Sie finden keinen Solateur, der antwortet nicht, es gibt keine Photovoltaikmodule, keine Stromspeicher. Wie mit der aktuellen Situation umzugehen ist und was Sie tun können, jetzt bei Leben mit der Energiewende TV. Eigentlich ist es eine gute Botschaft. Immer mehr Menschen möchten auf Eigenenergieversorgung umstellen. Aus gutem Grund. Denn die Strompreise steigen und werden noch weiter steigen. Viele Menschen machen sich inzwischen auch Gedanken darüber, ob sie auf Dauer genug Erdgas bekommen, um ihre Wärmeversorgung im Haus aufrechtzuerhalten, und möchten deshalb aus dem Erdgas heraus. Viele Menschen haben verstanden, dass ich mit Elektromobilität unfassbar preisgünstig mich fortbewegen kann. Und alles zusammen hat den großen Vorteil, dass, wenn Sie auf Eigenenergieversorgung umgestellt sind, Sie immer wissen, wie Ihre Energiekosten, zumindest zum größten Teil, für Komfortstrom, Wärme und Mobilität sein werden. Aber der Markt boomt, aber wir haben Corona, aber wir haben den Corona-Krieg, und wir stellen fest, es gibt nicht genug Kapazitäten, um alle Bedarfe zu befriedigen. Auf der einen Seite fehlen Module, auf der anderen Seite Speicher, und zuletzt fehlen auch die Installationskapazitäten. Und viele Bürgerinnen und Bürger haben das Problem, dass sie ihre Wünsche nicht an den Mann, an die Firma bringen können und gar nicht wissen, wann bekomme ich jetzt Anlagen und was kann ich tun. Darüber möchte ich mich heute mit Stefan Korneck unterhalten. Er ist Solateur von der Firma SCM Energy in der Altmark in Sachsen-Anhalt, und gleichzeitig ist er Mitglied im Verband Energieerzeugung. Erzeugender Gebäude. Stammzuschauer kennen ihn schon. Stefan, wie ist denn die Situation auf dem Markt gerade so? Ja, die ist schon extrem, muss man wirklich sagen. Und es fällt uns allen, glaube ich, schwer, die Situation momentan zu meistern auf vielerlei Ebenen. Ob das die massiv zugenommene Beratungsintensität ist, die Nachfrage, die gesamte Beratungsbreite, die höher geworden ist. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, der Ukraine-Krieg hat ja nicht nur die Nachfrage erhöht, er hat auch die Bandbreite, also sprich, was wir mal als Sektorenkopplung bezeichnen. Er hat einen unglaublichen Schub im Bereich der Elektromobilität, aber auch im Bereich der Wärmeversorgung. Öl- und Gasheizungen werden jetzt viel schneller aus dem Markt verschwinden, und die Wärmepumpe wird eine Revolution erleben. Wir werden das Jahrhundert der Wärmepumpe erleben. Ich kenne Zahlen von Marktwachstumsraten in den kommenden Jahren, das ist gigantisch. Und das ist natürlich auch die Herausforderung, dass sich jeder fragen muss, was ist denn die richtige Photovoltaikanlage, das Photovoltaiksystem der Zukunft, die richtige Größe, die richtige Ausstattung und Dimension. Und das ist beratungsintensiv auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist diese Zukunftsfrage etwas, wo man sich sehr viel Gedanken machen muss, glaube ich, auch eine gute Beratung hier und da sehr, sehr sinnvoll und sehr hilfreich ist. Aber die Nachfrage ist halt so gigantisch, ich würde behaupten, bei vielen um das Faktor 5 bis sogar das 10-fache. Das Geduld, ob man es jetzt gut findet oder nicht, eine sehr, sehr wichtige Tugend ist. Bisschen natürlich auch zur Frage, wie lange dauert es, bis selbst eine beauftragte Photovoltaikanlage heutzutage installiert ist. Da sind es nicht bloß die Installationskapazitäten, sondern mittlerweile, und das erleben wir selber auch, enorme Schwierigkeiten, enorme Herausforderungen im Bereich Materialeinkauf, dass wir auch selber immer wieder Verzögerungen haben und da auch viel Geduld aufbringen müssen, leider. Stefan, wo besteht denn der Mangel jetzt genau? Fehlen Photovoltaikmodule, fehlen Speicher, fehlen Installationskapazitäten? Wo ist das Nadelöhr? Ja, es fehlt an allen Ecken und Enden. Und es ist ja nicht nur so, dass es teurer geworden ist. Ich meine, das wird kompensiert durch die neuen Energiepreise. Das muss man ganz klar sagen. Also das ist vielleicht die wichtigste Message, die ich heute habe. Die Photovoltaikanlagen, die wir heute konzipieren, wenn wir so ein kleines Preisrisiko immer noch haben, weil wir auch nicht genau in die Zukunft schauen können, was da von Seiten der Industrie noch kommt,
Aber die Wirtschaftlichkeit der Photovoltaikanlagen sind besser denn je, was wir sicherlich den doch enorm gestiegenen Strompreisen verdanken dürfen, verdanken müssen. Module sind rar am Markt. Wir haben eine riesengroße internationale Nachfrage. Und ansonsten ist es Leistungselektronik. Also da ist die Photovoltaikbranche genauso in der Opferrolle, wie ich heutzutage 1 oder 1,5 Jahre auf irgendwelche Elektroautos warte oder auf andere Elektronikbauteile. Und das ist so die Riesenherausforderung, dass um so eine Anlage schlüsselfertig mit allen Komponenten zu bekommen, bis hin zu einer Wallbox, wo auch, gerade wenn es eine intelligente, wenn es eine anspruchsvolle Wallbox zum Beispiel ist, dass da einzelne Bauteile, Energy Meter, Energiezähler also zum Beispiel fehlen, wo ich so ein System zwar einerseits installieren kann, aber auch nicht wirklich in Betrieb nehmen kann und der Kunde hat da gar nichts von. Also alles zusammenzubekommen, das ist eigentlich die ganz große Herausforderung. Und da muss man heute schon von Warte- und Vorlaufzeiten von mindestens, glaube ich, 6, tendenziell sogar eher 9 Monaten ausgehen. Stefan hat die gute Botschaft eigentlich schon genannt. Es ist immer die Frage, wie gehe ich mit der Situation um? Natürlich kann man sich ärgern, dass man das nicht zur Verfügung hat und dass man warten muss. Und eine der zentralen Botschaften hat Stefan schon gerade gebracht: Sie brauchen sich gar nicht zu ärgern, weil vielleicht ist es so, dass Sie in den nächsten Monaten die Anlage noch nicht auf dem Dach haben werden. Aber durch die gestiegenen Energie Preise für Strom und Gas verlieren Sie trotzdem kein Geld, weil die Amortisationszeiten beschleunigen sich natürlich. Also selbst wenn Sie jetzt noch warten müssen, dann werden Sie auf alle Fälle trotzdem schneller amortisieren können, als es noch vor kürzerer Zeit gewesen ist, gerade weil wir eben diese Energiepreissteigerung haben. Und Stefan hat es auch gerade gesagt, ja, man muss warten, aber er hat jetzt Zeiten von 6 bis 9 Monaten genannt. Das heißt, wenn Sie heute eine Photovoltaikanlage mit einem Stromspeicher haben wollen oder Wallbox, heißt das immer noch nicht, dass Sie ein ganzes Jahr warten müssen, sondern das ist, glaube ich, so ein Zeitraum 6 bis 9 Monate. Manche würden sagen, Stefan ist da fast schon zu optimistisch, aber lassen Sie es ein Jahr sein. Das sind dann Zeiten, wo Sie sagen, okay, ich kann sozusagen es jetzt nicht realisieren, aber ich komme innerhalb der nächsten 365 Tage an so eine Anlage ran. Stefan, ist das eine realistische Prognose zu sagen, liebe Leute, ärgert euch nicht, die Energiepreise steigen, die Anlagen amortisieren sich schneller und immer noch, trotz der Engpässe, habt ihr die Chance, innerhalb von einem Jahr in so eine Anlage zu kommen? Ja, das ist absolut realistisch. Und wie ich ja schon sagte, der ganzheitliche Ansatz nimmt ja nochmal extrem zu. Ich habe gerade ganz frische Studien mir anschauen dürfen vom Bundesverband der Wärmepumpen, die gerade auch natürlich dabei sind, die neuesten Generationen so zu analysieren, um endlich auch in den Markt zum Beispiel zu tragen, wie der Einsatz von Wärmepumpen im Altbau, wo ja ganz viel, man sagte mal, es gerne die Sau durchs Dorf getragen wurde, dass eine Wärmepumpe nur was für den Neubau ist. Mittlerweile gibt es wissenschaftliche Studien, ganz, ganz tolle Parameter, wo man sagt, dass selbst mit Vorlauftemperaturen von 55 Grad auch die Wärmepumpe in Altbau hochinteressante Wirkungsgrade, Jahresarbeitszahlen hat. Und das sind ganz interessante Nachrichten. Das heißt, auch das spielt ja auf die PV-Branche spielt eine große Rolle, hat einen entsprechenden Einfluss, dass man sich wirklich fragen muss, wo geht der Weg mittel- und langfristig hin? Und was ist die richtige Dimension? Und dieses ganze Thema Konzeptionierung, das ist etwas, was, glaube ich, dieser Wartezeit oder die Geduld, die man momentan haben muss, so ein bisschen eigentlich zugutekommt, wo man sagt, ich lasse mich da entsprechend gut beraten, mache mir erstmal Gedanken, bin ich überhaupt bereit, mich von meinem Heizsystem in den nächsten Jahren zu trennen? Oder ist das Thema Elektromobilität für mich tatsächlich ein Thema? Und das sind wichtige Fragen, die auch PV-Firmen oder auch Berater natürlich wissen wollen, um zu sagen, was ist denn für euch die richtige Anlagengröße? Bis hin zu dem Thema, dass wir momentan auch da eine Konjunktur erleben, dass neue Flächen geschaffen werden über Garagen, Wintergärten, Terrassenüberdachung und so weiter. Also auch wo da von bautechnisch-architektonischer Seite neue Ansätze kommen, um da neue Erzeugungsflächen auch zu schaffen. Was eine ganz, ganz tolle Geschichte ist, bis hin zu Gartenzäunen oder so, die da bestückt werden, flach mit PV-Modulen. Also da kommen auch Innovationen in den Markt hinein, die uns auch gut tun. Stefan hat das schon angesprochen, was der Punkt ist. Ich sage Ihnen, lassen Sie uns diese Zeit nutzen, nutzen Sie diese Zeit, denn
man muss ja nicht nur warten. Wir haben die Möglichkeit, Sie haben die Möglichkeit, jetzt in der Planungsphase genau sich zu überlegen, wo lande ich mit meinem Energiekonzept. Sie können sich mehr Gedanken machen, Sie können mehr planen, besser planen. Und wir bei Leben mit der Energiewende TV werden uns darum bemühen, diese Wartezeit für Sie zu überbrücken. Wir werden jetzt Sendung für Sendung starten und nochmal die ganzen Planungsschritte mit Ihnen gemeinsam versuchen durchzugehen, um zu sagen, okay, die nächsten 3 Monate, die nächsten 4 Monate wird es nichts, aber dafür machen wir das Endergebnis umso besser und wir wollen uns der Planung nähern. Und was noch ein Punkt ist, Stefan ist ja Vorstandsmitglied beim Verband Energieerzeugender Gebäude. Ich bin auch dabei und viele Zuschauerinnen und Zuschauer wenden sich an den VEEG e.V. und fragen, ob es irgendwo Installationskapazitäten gibt. Und unten in der YouTube-Beschreibung finden Sie jetzt einen Link mit der E-Mail-Adresse. Und wenn Sie keine Photovoltaikanlage, kein Angebot, keinen Ansprechpartner haben, dann schicken Sie uns einfach an den Verband Ihren Wunsch. Und wir machen 2 Sachen. Erstens werden wir versuchen, doch noch Solateure zu vermitteln, weil der VEEG ist der Praktikerverband. Da sind die Menschen drin, die wirklich konkret an der Materie arbeiten. Und das Zweite ist, wir werden eine Liste aufstellen, wo alle Anfragen drin sind. Und diese Liste werden wir sozusagen auch führen und werden schauen, wo können wir etwas tun, wo können wir etwas vermitteln. Und wir werden Sie auch informieren, wie der Stand bei der ganzen Geschichte ist. Das können wir für unsere Zuschauer machen, das können wir nicht für den gesamten Markt machen. Aber wir möchten, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die bei uns dabei sind, einfach jetzt nicht ganz alleine gelassen sind. Also wenn Sie mögen, schreiben Sie eine E-Mail-Adresse an die E-Mail-Adresse in der YouTube-Beschreibung, was Ihr Bedarf ist und dann werden wir uns bei Ihnen melden, wir werden gucken, was wir machen können und wir werden Ihnen, sag ich mal, auch versuchen, die Wartezeiten ein wenig zu vertreiben. Das ist das eine. Das andere, Stefan, ist die Frage, wie kann ich denn jetzt direkt vorgehen, wenn ich mich besser darauf vorbereiten will. Das heißt, ich gehe zum Solateur und zumindest schlage ich dem Solateur vor, dass er meine Anlage plant. Wird das noch gemacht? Ja, das hängt natürlich von den Kapazitäten ab. Also da gibt es natürlich Unterschiede. Es gibt Unternehmen, die haben da einen Beraterstamm oder einen Vertrieb. Bei uns ist das zum Beispiel so. Aber auch wir sind da schon am Limit oder deutlich darüber hinaus, dass wir zum Teil Wartelisten fahren oder dass wir auch für, ich sage jetzt mal, die große Maschinerie, diese Projektierung, die wir da machen, mit allem drum und dran und auch der persönlichen Aufmaßes und Angebotsvorstellung sogar eine kleine Gebühr heutzutage nehmen müssen, um dem noch Herr zu werden. Und das ist auch im Markt mittlerweile nicht ganz unüblich, wenn man zumindest den Aufwand so betreiben möchte, unter den qualitativen Ansprüchen, wie wir es auch haben. Ansonsten muss man sich auf Wartelisten setzen lassen oder konkret anfragen, wann Kapazitäten wieder da sind. Die positive Seite muss man vielleicht auch sagen, wir haben ja momentan im Markt trotz dieser Materialherausforderung doch das eine oder andere Innovation, was wir da haben, ob das im Bereich der Wallboxen ist, Wärmepumpen hatte ich schon angesprochen, die da auch, was neue Generationen betrifft, schon wieder besser werden. Aber auch bei den Batteriespeichern, Module kommen raus mit neuen Leistungsklassen. Also wenn die Wartezeit vielleicht hier und da auch noch einen kleinen Vorteil mit sich bringt, dann ist, dass ich noch sogar noch die Chance habe, auf die eine oder andere Innovation mit drauf zu springen. Seit dem Ukraine-Krieg haben wir eine unfassbar erhöhte Nachfrage nach notstromtauglichen Systemen. Ich würde jetzt vermuten oder spekulieren, dass die Angst oder Unsicherheit vor Stromausfällen hier ein Stück weit mit einer Rolle spielt, so ganz genau kann ich es mir auch nicht erklären. Auf jeden Fall steigt da die Nachfrage und viele Hersteller modifizieren ihre Geräte oder bringen neue Generationen raus und wollen dieser Nachfrage gerecht werden mit technischen Zusatzoptionen, das auch zu gewährleisten. Wie gesagt, auch im Bereich der Wallboxen sinnvolle Zusatzfunktionen oder auch Innovationen wie die automatische Umschaltung von ein- auf dreiphasig und auch zurück. Solche Sachen spielen eine Rolle, wo wir zum Beispiel auch dem Kunden sehr oft empfehlen, solange noch gar kein Auto vor der Tür ist, vielleicht die Infrastruktur vorher mit installieren zu lassen oder selber schon mal ein Kabel, ein Kraftstromkabel rauszulegen mit richtigem Querschnitt und Datenkabel. Aber mit der Wallbox-Installation zum Beispiel noch zu warten oder mit dem Erwerb das später zu machen, weil wir da wirklich noch technische Innovationen auch erwarten, selbst in den nächsten 6 bis 9 oder sogar 12 Monaten. Und dann eine neue Generation einfach mehr Sinn macht als etwas ältere zum Beispiel. Also da gibt es nicht bloß negative Seiten, sondern auch positive Ansätze. Und ansonsten
ich kann mich da noch wiederholen. Es ist eine Frage von Geduld, die wir auf allen Ebenen haben müssen. Was hoffentlich im Markt schnellstmöglich beseitigt wird, ist so eine Art der Unsicherheit, auch was auf was kalkulatorischer Seite betrifft. Ich glaube, alle Kollegen in der Branche sind mittlerweile gezwungen, mit sogenannten Preisklauseln zu arbeiten, weil die Industrie das genauso macht und da auch die Preise, selbst zum Beispiel bei bestehenden Auftragsbestätigungen und zugesagten Lieferungen, zum Teil erhöhen muss und man hier einen Weg finden muss, wo alle Seiten auf faire Art und Weise da miteinander umgehen, wie das Ganze dann trotzdem noch sinnvoll umzusetzen ist, ohne dass da einer in irgendein Risiko geht, was man nicht möchte. Und das ist so eine große Herausforderung, was wir einfach noch nie kannten. Die Branche kannte immer nur eine Richtung, wenn es um Preisentwicklung ging, und das war nach unten. Und das haben wir jetzt mal in ganz anderer Richtung und das aber halt flächendeckend. Alupreise, Kupferpreise, was Kabel betrifft, Edelstahl, Modulpreise nach oben, wobei ich da noch am ehesten eine tendenzielle Absenkung auch wieder sehe oder einen Rückgang aufgrund auch wieder zunehmender Produktionskapazitäten weltweit. Aber auch das muss man sagen, es gibt viele Regionen in der Welt, die höhere Preise oft für das Modul bezahlen und von daher ist das auch ein Effekt, den man gerade spürt, dass Modulpreissenkung, wie wir sie in einer gewissen Konstanz auch immer noch hatten, so erstmal nicht stattfinden. Und ich glaube, viele versuchen sich jetzt erst in das Jahr 2023 so ein Stück weit zu retten, obwohl wir nicht mal das halbe Jahr 2022 rum haben. Aber in diesem Jahr wird es noch anstrengend und verrückt bleiben, um es mal ein bisschen skurril zu nennen. Ja, das Thema Preissteigerung hat Stefan gerade angesprochen. Ich erlebe in dieser Branche ganz unterschiedliche Dimensionen von Preissteigerung. Stefan hat es angesprochen, die Modulpreise. Da habe ich den Eindruck, dass die Modulpreise sehr stark angezogen haben. Bei den Speichern sehe ich das überhaupt nicht so. Auf der anderen Seite ist es so, die Modulpreise steigen stark an. Ich sehe aber Solateure, die diese Preissteigerung gar nicht in der Dimension weitergeben. Und selbst wenn es Preissteigerungen gibt, ich habe verschiedene Schreiben von Solateuren gesehen, sind die Preissteigerungen in dem Bereich, die an die Kunden weitergereicht werden, geringer als das, was die Menschen gegenwärtig woanders an Preissteigerungen erleben? Welchen Eindruck hast du? Na, das ist ein bisschen auch eine Frage der Zeitfolge. Man muss sagen, Firmen, die im letzten Jahr schon zum Beispiel Vorlaufzeiten von 6 bis 8 Monaten hatten, da gab es ja nicht wenige, sind davon so ein bisschen überrascht worden. Aus eigenem Beispiel heraus kann ich das schon sagen, dass wir im September, Oktober letzten Jahres noch ganz normale Kalkulationen aufrecht erhalten konnten. Und dann gab es halt diese zwei, drei Modulpreissteigerungsrunden und dann auch im Bereich der Leistungselektronik, dann kam über die gesamte Krise, auch Corona-Krise, diese Materialpreissteigerung, ob das Holz, Metalle, Kupfer und sonst wie waren. Und das in einer Dimension, die eine Preissteigerung in der Gesamtheit erforderlich machten, die schon nicht ganz ohne waren. Also das waren schon gute 20, 25%, würde ich schon sagen. Und das konnten nicht alle abfedern und mussten das entsprechend anpassen. Diese Anpassung ist natürlich schon längst erfolgt, sodass, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, glaube ich, immer noch mit Preiserhöhungen hier und da rechnen müssen. Aber ob das diese ganz großen Sprünge nochmal sind, das ist schwer zu sagen, zu beurteilen. Viele haben das zum Teil jetzt schon angepasst, oder haben sich darauf eingestellt, dass es da sowas nochmal geben kann. Aber vielleicht nicht in der Dimension, aber man muss ja immer im Konjunktiv bleiben, weil eine gewisse Unberechenbarkeit dabei bleibt. Und ich sage, der Installateur stellt im Regelfall so gut wie nichts von den Sachen, die er installiert, her, sondern ist da auf Industrie und Handel hat angewiesen. Und wir befinden uns in diesem Bereich der Energiewende einfach nicht in einem nationalen Markt, sondern in einem internationalen Markt. Und das macht es nicht gerade einfacher. Nun muss man eins mal fair sagen. Die Solateure stehen unter erheblichem Druck und der Markt reagiert frustriert. Das kann ich verstehen. Auf der anderen Seite ist es so, Stefan, wir sind ja jetzt eigentlich auch, also ich mache ja das Projekt jetzt 10 Jahre. Energiewende gibt es seit 20 Jahren. Seit über 10 Jahren gibt es Speicher. Und alle Akteure der Energiewende haben immer gesagt, liebe Leute, macht es so schnell und so früh wie möglich, weil aus folgenden Gründen, es ist gesagt worden, irgendwann kommen die Energiepreissteigerungen.
irgendwann werden die fossilen Energieträger knapp. Und wenn dann die große Nachfrage kommt, fehlen uns die Installationskapazitäten. Das erzählen wir den Leuten seit 10 Jahren, die Branche auch, manche sogar seit 20 Jahren. Und genau das ist jetzt auch eingetreten. Genau das ist jetzt da. Und wir haben all diese Engpässe, wir können das nicht installieren und die Energiepreissteigerungen sind da. Jetzt sind natürlich die Leute, die das gemacht haben, die darauf gehört haben, sind froh und sagen, ja, ich habe es gemacht, ich kann der Zukunft in Ruhe ins Auge schauen. Müssen wir nicht fairerweise den Menschen auch sagen, ja, okay, ihr habt es bislang nicht gemacht, die anderen haben es gemacht. Wir haben ja über 2 Millionen Photovoltaikanlagen, wir haben hunderttausende Speicher im Feld mittlerweile. Da muss man sagen, okay, ihr habt es bislang nicht gemacht, weil ihr gehofft habt, dass es noch billiger wird. Das hat sich jetzt nicht realisiert direkt. Aber dann müsst ihr jetzt leider warten. Aber, Herrgott, ein Jahr Wartezeit maximal wird es noch. Dann habt ihr auch eure Photovoltaikanlage. Müsste man das nicht fairerweise auch sagen? Hier war es tatsächlich so, wer zuerst gekommen ist, hat zuerst gemalt. Ja, aber ich würde das nie in vorwurfsvoller Art und Weise machen, weil das völlig in Ordnung ist, dass manche sich mit dieser Investition noch Zeit gelassen haben oder sich das einfach angeschaut haben, in welche Richtung das geht, auch technologisch. Und es gibt ja viele andere Branchen, die das genauso betrifft. Die Installationskapazitäten, das muss man auch sagen, sind ja erst in den letzten Jahren so langsam erst wieder erholt von dieser ersten großen Marktkonsolidierung nach 2013, wo wir, ich sag mal so zwischen 60% und bis zu 80% an Marktteilnehmern aufgrund dieser politischen Einschränkungen, die es gegeben hat, verloren haben. Und es hat Jahre gedauert, sich davon so ein Stück weit wieder zu erholen. Und erst in den letzten 2, 3 Jahren hat es erst wieder eine breitere Aufstellung von Installateuren gegeben. Aber selbst ich kenne etliche Dachdecker oder Elektriker, die vor 10 Jahren noch in der Photovoltaik aktiv waren, die gesagt haben, ich mache das nicht mehr oder ich tue mir das nicht wieder an, weil die Komplexität ja auch größer geworden ist. Also selbst da sind aufgrund, trotz des attraktiven Marktes, der es ja zweifelsfrei ist, haben viele sich dann doch wieder auf ihr Kerngeschäft verlassen und sind nicht in den PV-Bereich eingestiegen. Und gewisse Markteintrittsbarrieren sehe ich da schon auch, gerade von der Komplexität, die Ausbildung von Fachkräften. Also ich behaupte, es gibt wenig Firmen, die auch gerade auf elektrotechnischer Seite da eine vollumfängliche Kompetenz haben, ob Kleinanlagen, Großanlagen, Speicher, Freiflächen und was es nicht alles für Sonderkonstellationen da gibt. Die Produkte, gerade bei den Speichersystemen, Wallboxen, sind mittlerweile so anspruchsvoll und auch individuell, dass die Mitarbeiter schon sehr, sehr umfangreich und professionell geschult werden müssen. Und das ist alles ein Aufwand, der betrieben werden muss. Und das darf man nicht unterschätzen. Und das macht die Sache ja auch nicht einfacher. Aber nichtsdestotrotz, die Zukunft ist da ganz klar. Wir haben diese Verstromung der Gesellschaft. Wir werden diese Sektorenkopplung bestehend aus auch Elektromobilität und auch der Wärmepumpe, dem Heizsystem der Zukunft werden wir haben. Und da ist auch keiner benachteiligt. Und dass sich das jetzt ein Stück weit einfach hinzieht, dass man jetzt nicht wie früher im Baumarkt irgendwas kauft und das sofort errichtet bekommt oder selber errichtet, dass es jetzt eine Weile dauert, das ist vielleicht nicht schön, aber auch nicht schlimm. Und von daher, sage ich mal, muss man da jetzt auch nicht mehr dramatisieren als erforderlich. Die Zukunft ist eindeutig, in welche Richtung das geht. Und wie ich schon sagte, bestimmte Entwicklungen und Innovationen werden uns da helfen. Wir müssen diese Überhitzung jetzt ein bisschen überleben. Und da hat natürlich auch der Ukraine-Krieg, die Corona-Krise, viele haben da ihren Anteil an. Und auch selbst die Digitalisierung in den Unternehmen spielt eine große Rolle. Auch davon kann ich mittlerweile ein Lied singen, dass auch da Prozesse angeschoben wurden, um aus, ich sag mal, konservativen Unternehmen von der internen Struktur, von der Abwicklungsstruktur her, moderne, digital aufgestellte Unternehmen zu machen. Und das kostet alles Zeit, Kraft, auch Geld. Und das spielt da momentan hier und da auch bei vielen eine Rolle in diesen Transformationsprozessen, dieser riesigen Anfrage Herr zu werden.
Herr Stefan bringt einen guten Aspekt nach dem anderen und das ist tatsächlich so, man muss einfach klar sagen, wir haben eine konservative Bundesregierung gehabt, die von 2005 bis zum letzten Jahr der Energiewende alle möglichen Knüppel zwischen die Beine geworfen hat und natürlich auch dazu geführt hat, dass erstens die deutsche Photovoltaikindustrie gestorben ist, Solateure aus dem Markt rausgegangen sind und im Grunde genommen haben die Tapferen überlebt. Jetzt haben wir einen Regierungswechsel, jetzt läuft das Ganze etwas besser, aber man muss ganz klar sagen, die Kapazitäten, die jetzt installieren können, sind, ich sage mal in Anführungsstrichen, die Überlebenden. Und wenn die Politik nicht sozusagen die vergangenen Jahre immer nur gemauert hätte, hätten wir ganz andere Kapazitäten. Und das darf man bei der ganzen Geschichte auch nicht vergessen. Stefan, ich habe zwei Fragen zum Schluss noch an dich. Erstens, du hast es ja angesprochen, die Branche kann noch skalieren durch Effizienzgewinne. Aber die Politik kann natürlich auch einiges noch tun. Sie kann entbürokratisieren. Wir haben immer noch, du weißt, wir haben Sendungen gemacht mit dem VEG über Entbürokratisierung, Netzzugang, Entbürokratisierung, Energiewende. Also wenn die Politik da die Netzzugänge und die Energiewende in den Formalen entbürokratisieren würde, dann gäbe es auch nochmal sehr viel mehr Installationskapazität, weil die Solateure nicht damit beschäftigt sind, irgendwelche Vorschriften zu erfüllen. Naja, du sagtest gerade, die Politik kann entbürokratisieren. Das ist natürlich falsch. Sie muss entbürokratisieren. Und das ist auch eine Hürde, die wir momentan immer noch haben. Wenn ich jetzt allein an den Beratungsaufwand denke, dass wir natürlich entweder kooperiert mit Steuerberater oder teils über Vertriebsunterlagen mit den Leuten auch über das Thema Steuer noch reden müssen, weil man es immer noch nicht geschafft hat, das so zu vereinfachen, so zu bagatellisieren, dass viele das immer noch, ich sag mal, wenn es übertrieben ist, ein Schreckgespenst ist, aber da ist noch bei weitem nicht alles ausgereift. Gerade bei Größenanlagen, das Thema Anlagenzertifikat, was ich auch nicht verstehe, weil es ein leichtes gewesen wäre, bestimmte Dinge per Handstreich sofort wieder auf alte Parameter zu heben. Das hat man nicht gemacht, bisher noch nicht. Und die tun der Branche immer noch weh und kosten unfassbar viel administrativen Aufwand. Und wenn ich da selbst aus dem Nähkästchen plaudere, was wir hier mit unterschiedlichen Netzbetreibern haben, zwecks Umbau von Zählerschränken, APZ-Plätzen und so weiter, also wo man noch nicht mal eine national einheitliche Ausrichtung in Bezug von technischen Parametern gefunden hat, das sind alles Dinge, die hängen nicht nur an der Politik, da geht es auch um die Branchen zum Teil, die Energiewirtschaft. Aber das tut uns alles weh und behindert den Ausbau, weil das Personal und Ressourcen kostet, die wir uns eigentlich nicht leisten können für dieses Megaprojekt der Energiewende. Und da sind viele gefragt, nicht nur die Politik an einem Strang zu ziehen, um bestimmte Sachen einfach zu beseitigen, die keinen Mehrwert, keinen Plus haben und das ganze Projekt eigentlich nur verlangsamen. Und das können wir uns eigentlich nicht leisten. Und wie gesagt, als Message, glaube ich, gehört zur Wahrheit, dass die nächsten Jahre diese Nachfrage und auch der Bedarf an Komponenten schon weiterhin sehr, sehr groß sein wird. Und da kann man nur hoffen, dass die Industrie, und ich kenne jetzt gerade Zahlen aus dem Wärmepumpenbereich, wo man ganz klar offeriert, dass die Wachstumszahlen zum Teil höher sind als die Produktionskapazitäten, die man hier in Europa hat für die Herstellung von Wärmepumpen. Das heißt, ein Mangel wird es da mit Sicherheit die nächsten 5 bis 8 Jahre geben und darauf muss man sich einstellen. Da wird vieles nicht sofort gehen und die schon von mir mehrfach angesprochene Geduld wird immer irgendwo eine Rolle spielen. Macht aber nichts, weil wir von langfristigen Projekten, weil wir langfristiges Richtige tun wollen und auch der investierte Euro, der nur einmal in dem Falle investiert wird, sollte so klug und so sinnvoll investiert werden nach konzeptionellen Ansatz, dass es auch nicht schlimm ist, sich da ein-, zweimal mehr Gedanken drüber zu machen, wenn es denn so ist, anstatt voreilig irgendwas zu kaufen, irgendwas zu installieren, was man im Nachgang vielleicht bereut. Manchmal ist man dann dankbar darüber, dass man nochmal drüber nachgedacht hat oder das Ganze auch vielleicht von anderer Seite beleuchtet hat. Ganz zum Schluss noch den zweiten Aspekt, den ich gerade ansprechen wollte. Es gibt eine technische Entwicklung, Stefan hat es gesagt, die Geräte entwickeln sich, sie werden leistungsfähiger, die Bedarfe bei den Menschen entwickeln sich und es gibt ja auch schon sehr viele Menschen, die zum Beispiel einen Stromspeicher schon haben und aufrüsten, umrüsten wollen, das sogenannte Retrofit machen wollen.
Es wird in dem Zusammenhang auch einen gebrauchten Speichermarkt geben. Stefan, ist das eine Alternative, was die Menschen auch mit im Blick haben sollten, zu sagen, naja, es könnte auch sein, dass für mich im Gebrauchtspeichermarkt etwas zur Verfügung steht und ich mich da erstmal bediene und nicht auf ein Neugerät warte. Ich hoffe das, ich wünsche mir das. Ich bin aber so ein bisschen skeptisch, ob das allumfänglich der Fall sein wird. Ich denke, man wird perspektivisch eine gewisse Aufteilung haben von am Weltmarkt agierenden Herstellern, die im Fokus einfach neue Systeme haben. Und dann wird es Hersteller geben, die doch mehr im kontinentalen Bereich oder auf nationaler Ebene sehr stark sind und die zum Beispiel auch, gerade was den ökologischen Anspruch betrifft, da Kreislaufkonzepte und Retrofit-Konzepte auf den Markt bringen, einfach weil es Sinn macht, aber auch weil der Anspruch des Unternehmens auf CO2-Basis hier so ein Kreislaufsystem zu generieren und auch ein Recycling-Konzept wirklich zu generieren. Wir wissen alle, dass der Batteriezellenmarkt doch sehr, sehr stark asiatisch getrieben ist. Und ob das auch so aus insbesondere ökologischem, sinnvollen Ansatz da genauso schnell passiert, da bin ich ein bisschen skeptisch. Da wird es, glaube ich, so ein bisschen eine Zweiteilung geben. Aber Hersteller, die hier ein klares Konzept auch haben und hier auch entsprechende Angebote machen werden, das wünsche ich mir und da glaube ich auch, das wird kommen, aber nicht vor 2023 oder vielleicht sogar 2024. Bis dato haben wir noch ein bisschen diese hektische Konzeption, die das so ein bisschen verhindert. Da werden sicherlich andere Hausaufgaben erstmal gemacht werden müssen, befürchte ich. Ich kenne einen Solateur, der hat zu Hause ein zu kleines Hauskraftwerk und wollte sich ein größeres und leistungsfähigeres Hauskraftwerk beschaffen. Jetzt der Mangel. Kriegt der Kunde das leistungsfähigere Hauskraftwerk oder bedient sich der Solateur zuerst selber, Stefan? Die Frage stellt sich schon leider nicht mehr, weil das Gerät ist schon an einen Kunden gegangen, um ihn glücklich und zufrieden zu machen. Und der Solateur muss ein bisschen Geduld haben und warten. Das, was er anderen propagiert, muss er selber irgendwo leider ein bisschen vorleben. Also, meine Damen und Herren, lassen Sie uns den Bogen rund machen. Was wir für Sie, was wir für unsere Zuschauer tun können, für die Zuschauer von Leben mit der Energiewende TV, für die Zuschauer vom Verband Energieerzeugender Gebäude, das tun wir. Schicken Sie uns diese E-Mail und wir versprechen Ihnen, wir beugen uns darüber und wir versuchen das offensiv vorneweg zu treiben, voranzutreiben. Und ansonsten muss man sagen, ja, okay, ich habe es in der Sendung mehrfach gesagt, ist jetzt blöd, ist jetzt die Situation, aber wir nutzen die Zeit, wir versuchen die Zeit mit Ihnen zu nutzen, wir versuchen konkrete Angebote, Informationsangebote zu machen, wo wir sozusagen dazu beitragen, dass Sie sich besser konfigurieren können. Nehmen Sie das ganze Paket in Angriff. Machen Sie nicht nur Komfortstrom, machen Sie Wärme, machen Sie Mobilität mit. Lassen Sie uns den Weg zusammengehen und in einem Jahr haben Sie bestimmt Ihre Photovoltaikanlage, Ihren Stromspeicher und Ihre Mobilität bei sich zu Hause. Das war Leben mit der Energiewende TV. Danke an Stefan Korneck für die Einschätzung. Stefan, wie immer, brillant. Bis zum nächsten Mal.